Festungsbereich des Korsettes von Militäranlagen auseinanderzusetzen gehabt und hat in 2000 Jahren immer unterschiedlich sich im engsten Raum Stadtpolitik zu betreiben und Stadtlage zu betreiben. Wir sehen hier einen Plan aus dem Jahre 1576 zur Zeit des Barockes. Wir sehen hier den Rhein, die eigentliche Stadt mit dem Kästrich, dem Dom und sehen den enormen Festungsring, unter dem die Stadt Mainz dauernd zu leiden hatte, immer weiter erweitert mit den neuen technischen Militärmaschinen es erforderten. Letztendlich war der Festungsring dreimal so groß wie die Stadt, in der man lebte, überhaupt. Der innere Festungsring beginnt hier vom Rhein über die Zitadelle Kästrich. Vorne ist das Bleichviertel eingetragen, stammt in etwa aus der Römerzeit und ist in etwa identisch mit der römischen Stadtmauer. Das römische Kastell oder die Civitas ist gegründet worden für rund 30.000 Einwohner. Als die Römer weg waren, haben sich diese Einwohner ungefähr auf die Hälfte reduziert. Im Mittelalter, in der romanischen Zeit, in der gotischen Zeit. Maskop berichtet in seiner Bestandsaufnahme aus dem 16. Jahrhundert, dass im Mittelalter hier in der Mainzer Innenstadt jedes größere Wohnhaus einen Hof hatte und einen Garten sogar. Und in diesem Garten und überhaupt konnte innerhalb der Mauer auch gewerbliche Landwirtschaft getrieben werden. Denken Sie nur an den Hopfengarten oder an den Kirschgarten. Erst zum Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert hat sich dann die Stadt Mainz wieder verdoppelt, allein von 1820 bis 1850 die doppelte Anzahl von Menschen. Lassen Sie mich nun in einem kurzen synoptischen Abriss einfach mal die Stadtstrukturen von den Römern bis heute an den Plänen von Egon Hartmann, der hier seine Dissertation über Mainz geschrieben hat, ohne Kommentar einfach nur mal visuell ablaufen lassen. Wir sehen hier die fränkische Stadt mit dem Festungsring. Das ist Stadt Mainz 100 Jahre später, um 900. Das ist zur Zeit des Krieges, des Schweden, des 30-jährigen Krieges hier die barocke Festungsanlage, hier die Bundesfeste und dann als letztes Beispiel die Explosion nach der Industrialisierung, die Stadt Mainz in der Gründerzeit. Allein durch diese kurze Abfolge haben Sie gesehen, in welcher Dichte und welchen Korsett sich Mainz hier mit seiner Stadtplanung auseinanderzusetzen hatte. Nun etwas ins Detail. Wir sehen hier den sogenannten Schwedenplan, in dem die Strukturen dieser Stadt, die Grundrissstrukturen einmal festgelegt sind. Wir sehen, dass damals im 16. Jahrhundert verhältnismäßig viel Grünfläche noch vorhanden war. Hier ist die Martinsburg, das Bleichenviertel noch als Wald, vor dem Kästrich, die Weinberge ebenfalls vor der Zitadelle. Und 10 Jahre später hat dann Merian uns eine bauplastische Darstellung von Mainz geliefert. Das sehen wir hier, wo er dann schon auch in die Architektur umgesetzt hat. Und wenn man jetzt hier einen Bereich mal herausnimmt im Fokus, wir sehen hier vorne den Dom, die Liebfrauenkirche, Augustinerstraße, das Kloster, hier den Kirschgarten, sieht man, wie eng auf engen Strukturen damals die Mainzer zu leben hatten. Überwiegend zweigeschossig, aber nehmen Sie sich mal diese Häuserzahlen mit diesen engen Häusern mit kaum Luft und Sonne da drin, hier diese Bezirk um den Dom. Und wenn man überlebt, dass damals in einem Haus, wo ja viele Handwerker waren, im Erdgeschoss der Schuster wohnte, darüber dann die Familie mit den Gesellen, also mit welcher Enge man damals sich hier in dem Zentrum von Mainz auseinanderzusetzen hatte. Und wie diese Entwicklung von der romanischen Stadt über die gotische Stadt zum Barock hin auf diesem beengten Raum des Festungsgürtels stattfand, gibt uns ein gutes Beispiel von Dr. Stephan, der zeigt, wie ein Block sich mal in Mainz entwickelt hat. Wir sehen hier das Beispiel von der Boxgasse bis zur Kapuzinerstraße, ursprünglich mal ein einziges Grundstück mit einem Wohnhaus, einem Hof und dahinter der Garten.
Als dann Mainz verdichtet werden musste, hat man das Grundstück geteilt und hat dann später auf der Rückseite eine zweite Erschließung gefunden, dann die Grundstücke teilweise abparzelliert mit kleinen Häusern, und als der Platz dann auch wieder nicht gereicht hat, dann ist man in die Höhe gegangen. Und aus den ursprünglich zweigeschossigen Häusern der Romanik sind dann letztendlich die viergeschossigen Häuser des Barockes und später sogar die fünfgeschossigen geworden. So hat sich Mainz innerhalb von seinem Festungsring immer mehr verdichtet. Achten Sie mal hier auf den Dom zur romanischen Zeit unterhalb vom Dom und dann zur Barockzeit, wie auf dem gleichen Grundriss sich die Stadt in die Höhe entwickelt hat. Sie sehen hier einen Stadtplan aus dem Jahre 1891, die unheimlich engen Strukturen in der Altstadt mit sehr wenig Grünflächen. Das, was an Grünfläche gezeigt wird, gehörte meistens der Kirche oder es waren die Höfe von den Adelshöfen. Wir sehen aber auch hier schon die Entwicklung, wie man in die Neustadt hineingeht. Nach dem Plan von Eduard Kreisig und nach der Entfestigung hat man ja hier die Stadt Mainz im Norden verdoppeln können, aber auch, wie man hier mit den Strukturen eigentlich fast schlecht umgegangen ist, wie man schon von Anfang an bei der Planung die innere Bebauung von diesen Höfen planlos fast überzogen hat. Ich zeige Ihnen hier einen Stadtplan kurz vor dem Ersten Weltkrieg mit den Strukturen der Altstadt. Hier die erste Stadterweiterung des Bleichenviertels in der barocken Zeit und dann die große Erweiterung der Neustadt von Eduard Kreisig, wobei die roten Quartiere die bebauten Elemente sind und die orangenen damals kurz vor dem Ersten Weltkrieg noch nicht bebaut waren. Ich zeige Ihnen diesen Plan ganz bewusst, weil ich da gleich noch später darauf zurückkomme und er auch für die Zukunft von Mainz doch von einiger Wichtigkeit ist. Schwarzpläne sind für Architekten und Stadtplaner immer ein ganz entscheidendes Kriterium. Wir sehen hier den Schwarzplan von Mainz von 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, hier mit dem Rhein, der Stadthaushalle, dem Dom, Theater, Schillerplatz, Kaiserstraße. Man sieht, in welchen engen Strukturen diese Stadt damals sich darstellte und 1945, nach dem großen Inferno des Krieges, als die Stadt komplett platt gemacht wurde. Selbst das Theater, was man hier noch als schwarz sieht, war ja eine Ruine und nicht mehr bespielbar oder bewohnbar. Nun hatte man eine völlig neue Stadt und neue Möglichkeiten, die Chance, was ganz anderes zu errichten. Und die Franzosen, die ja als Besatzungsmacht dann hier nach dem Krieg waren, die haben gesagt, lasst uns Mainz doch unter modernen Gesichtspunkten zur modernsten Stadt der Welt errichten. Und sie haben den Pariser Architekten Marcel Lotz beauftragt, hier die neue Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz zu gründen. Lotz hat hier im vorne in der Altstadt eine kleine Museumsinsel übrig gelassen. Ansonsten hat er die Unterstadt mit zehngeschossigen Hochhäusern besetzt und auf der Oberstadt dann noch mit größeren Hochhausscheiben, um einfach diese Enge, die diese Stadt jahrhundertelang zu ertragen hatte, zu befreien und Licht, Luft und Sonne hindurchzubringen. Wir sehen hier dann den endgültigen Plan, den ausreifenden Führungsplan von 1948 mit diesem Verkehrsnetz, Trennung von Fuß- und Fahrverkehr und diesen Scheiben. Und hier sehen wir die Darstellungen von ihm, in denen er mit Schwarz-Weiß-Darstellungen die Mainz überzeugen wollte, dass doch das Moderne im Städtebau viel sinnvoller ist als das historisch das Alte in den engen, verquerten Räumen. Und er hat den Mainzern eine Skizze mitgegeben, wie es häufig dann auch später mit Stadtplanern gemacht haben, sagt, auf dem gleichen Grundstück kann ich die gleiche Menge unterbringen an Bevölkerung, einmal indem ich einfach Reihenhäuser aneinanderreihe mit einem privaten Grundstück, oder ich schachtle das in einem Hochhaus hoch und habe dann genügend Freifläche für die Gemeinschaftsflächen. Vom Kindergarten bis hin zum kleinen Schwimmbad.
Und für die Neustadt hat er auch belegt, dass die Altvorderen ja hier viel zu großzügig mit den Höhen umgegangen sind und meinte, mit seiner neuen Wohnmaschine kann er in 10 Geschossen in gleicher Höhe genauso viel unterbringen wie die Gründerzeit mit ihren 6 Geschossen und dadurch auch eine Verdichtung in der Stadt bekommen. Wie diese französischen Planungen ausgegangen sind, wissen wir. Es war eine Vision, die an sich nicht zu realisieren war und heute sagen wir auch Gott sei Dank. 1955 hat dann Egon Hartmann einen Wiederaufbauplan von Mainz erstellt. Ich will Ihnen die nicht näher erklären, aber einen Teilbereich herausnehmen, und zwar die Neustadt. Wir haben hier die Kaiserstraße. Das sind die ersten Blöcke, die schon realisiert waren. Und wir kommen ja hier in die Mitte in Bereiche rein, die eigentlich damals aus der Greikischen Planung nicht voll umgesetzt waren. Und da versucht nun Hartmann, die Höfe halb zu öffnen mit aufgelösten Strukturen, bis er dann in die Neustadt ganz oben reinkommt und da mit Hausscheiben die neue, moderne Stadt auflöst. 5 Jahre später hat dann Professor Ernst May auf der Basis von diesen Hartmannschen Plänen eine wissenschaftliche Arbeit erstellt, wie ich im Auftrag der Stadt Mainz unter wirtschaftlichen Aspekten einen Funktionsplan mache, einen Wiederaufbauplan und wie ich auch hier an besondere Dichten bekomme. Und er ist da sehr wissenschaftlich rangegangen, das hat man bis heute fast völlig unterschätzt. Er hat die einzelnen Blöcke genauer untersucht. Wir sehen hier in der nördlichen Neustadt einen kleinen Block von der Nackstraße bis zur Scheffelstraße mit 4- bis 5 geschossigen Häusern eingerahmt. Es war einer der ganz wenigen Blöcke, die innen keine Bebauung hatten. Jedes Haus hat vorne einen kleinen Privatbereich und in der Mitte dann eine Gemeinschaftszone. In diesem Block wohnten 1961 420 Einwohner. Wenn man das mal umrechnet, gibt es auf den Hektar 1400 Einwohner. May sagte, das ist für eine Innenstadt viel zu dicht. Er ging davon aus, 500 Einwohner pro Quadratmeter und mehr nicht. Interessant ist, wenn man nun diesen Block weiterverfolgt, wie es also heute damit ist. Man hat sich also bemüht, den etwas zu entkernen, zu entdichten durch andere Grundrisse. Ist auch anfangs gelungen, aber dann 1990 gab es wieder einen Aufstieg, denn in diesen Bereichen haben sich ausnahmslos fast ausländische Familien angesiedelt und auch Studenten, die in Wohngemeinschaften billig wohnten. Und so ist jetzt im heutigen Zustand, hat dieser Block ungefähr 1000 auf einen Hektar ungefähr 1000 Einwohner, also doppelt so viel, wie es damals von May als Obergrenze vorgesehen war. Ein zweiter Block in der Neustadt zwischen Bobstraße und Nackstraße, wobei May davon ausging, dass man diese Wohnblöcke, die ja eine bestimmte Qualität haben, an den Ecken einfach auflösen sollte, damit sie auch durchlüftet werden, weil in den Innenbereichen es doch manchmal zu stickig wäre. Und er hat dann die Dinge so geplant, dass er außen die Bebauung hat, mit einzelnen Öffnungen vor den Häusern einen schmalen privaten Hof und dann in der Mitte große Gemeinschaftsflächen bis hin zu der eingeschobenen Garage, die dann aber auch als Tiefgarage genutzt werden könnte. Hochinteressant ist dann die Bestandsaufnahme, die May in der Altstadt gemacht hat. Hier den Block zwischen dem Kirchgarten, der Heringsbrunnengasse und der Rochostraße. Sie sehen, dass da eine unheimliche Dichte war, wo eigentlich die Innenhöfe fast die Qualität nur von einem Lichtschacht hatten. Und damals haben in dem Bereich 227 Einwohner gelebt. Das ist hochgerechnet auf einen Hektar 1700 Einwohner. Und als dann die Stadt Mainz durch eine sehr präzise und qualitätvolle Sanierung die Innenstadt überlegt, die Altstadt überlegt hat, hat man dann mit der Entkernung dieses Bereiches, sehen allein mal hier ein Querschnitt, welche beengten Verhältnisse damals in diesen Blöcken herrschte, durch die Entkernung dann heute eine Entdichtung erreicht, die tatsächlich mit 430 Einwohner pro Hektar das umgesetzt hat, was ich May vorgestellt hatte.
Stadtstruktur und Stadtdichten werden immer bestimmt auch von den Liegenschaften. Und da hat May in seiner Studie gesagt, dass es enorm wichtig ist, dass man in solchen gewachsenen Gebieten auch die Möglichkeit der Umlegung hat. Wir sehen hier einen Block im Vergleich, auch aus dem Jahre 1961, die große Bleiche, hier der Umbach-Steingasse, wie er 1961 dann auch gebaut wurde, auf den bestehenden Strukturen, auf den Liegenschaften. Schwarz sind die Wohnhäuser und das Grau hinterlegte sind Läden und Büroflächen und Lager. Und er hat hier dargelegt, bei der gleichen Dichte, wenn ich alles umgelegt hätte, und zwar sowieso ziemlich alles kaputt, bekomme ich hier eine qualitätvolle Stadtstruktur, wo ich auch die Wohnungen gut belüftet und belüftet bekomme, bei der gleichen Dichte. Aber dazu braucht man jetzt eine Umlegung. Und so hat dann May diese Überlegungen dann in einen Wirtschaftsplan, einen Aufbauplan von Mainz reingesetzt. Er hat sich für jedes Quartier Gedanken gemacht, wie er da nach zeitgemäß einmal die Höfe entkernt und wie er sie dann belebbarer macht. Aber ich zeige Ihnen hier ein Bild aus der Neustadt. Diese Entkernung von May vorgesehen waren letztendlich so teuer, weil die Liegenschaften, die Probleme der Liegenschaften nicht reguliert werden konnten. Es waren dann in einem Bereich so viele Eigentümer, die nicht unter einen Hut gebracht wurden. Es sind ein paar Höfe saniert worden, renoviert worden, aber es war kein Konzept, was hier die Stadt Mainz hat komplett durchziehen können. Aber welche Chancen hier in diesen Höfen drin liegen, achten Sie mal auf diesen vorderen Hof, der einfach groß genug ist, dass er innen drin eine Verdichtung vertragen kann, aber dann bitte nicht in solchen Kuddelmuddel, wie sie es hier also da tut. Es wäre gut gewesen, wenn, nachdem die Sanierung der Altstadt abgeschlossen war, man die Neustadt zum Sanierungsgebiet erklärt hätte und dann mit den gleichen Mitteln, wie man die Altstadt bekommen hat, auch hier in die Neustadt übergegangen war. Aber das wollte man damals aus politischen Gründen nicht haben, sondern man ist lieber raus auf das Land gegangen oder man hat die Planungen Investoren überlassen. Und wie Investoren über Stadtdichten nachdenken, das sehen wir hier an diesem Musterbeispiel der Bonifatius-Hochhäuser. Gute Nachbarschaften haben wir an dem Titel unseres Vortrages ja gehabt. Aber May hatte jetzt nicht nur für die Innenstadt zu konzipieren, sondern auch in den Randbereichen Siedlungen zu erstellen. Und er ist mit dem gleichen System vorgegangen wie Marcel Lotz. Er belegt hier in einer Studie, wie man auf dem gleichen Grundstück mit 4 Reihenhauszeilen, zweigeschossigen, das gleiche unterbringt oder hier mit 4 geschossigen zwei Häusern oder mit einem 8-geschossigen Punkthaus. Mit beiden würde man die gleiche Anzahl unterbringen. Und nach diesem Muster hat er dann die Vororte erweitert. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel von Mombach am Polygon hinten der Rhein, wie er mit diesem Teppichbauweisen vorne anfängt, dann diese höhere Bebauung, die dann in dem Spargel des Hochhauses endet. Ich zeige Ihnen absichtlich ein Bild von 1970, weil da diese Strukturen noch nicht durch Grün verschönt worden sind. Es hat sich aber herausgestellt, dass diese Stadtstrukturen absolut unrobust sind, sodass man hier auch keine Nachverdichtung schaffen kann. Noch dazu kommt, dass auch die Grundrisse der Architekten, die sie geliefert haben, so nicht variabel sind, sodass also hier in solchen Gebieten weit weniger Chancen stecken als zum Beispiel in der Neustadt. Hier das Modell vom Eselsweg in Bretzenheim aus dem Jahre 1961 mit einer Stadtachse, mit diesen Zeilenhäusern, Hochhäusern und dann so Wohnquartieren, Wohncluster mit Atriumhäusern, die sich zu einem Quartier schließen. Wie das dann in der Natura aussieht, sehen Sie hier. Auch diese sehr engen, unbeweglichen Strukturen. Und interessant ist vor allen Dingen der Vergleich mit dem alten Ort Bretzenheim und dann hier mit dem Bretzenheim 2000. Dass da fast keine Nachbarschaften entstehen können, kann man verstehen. Ein ganz anderes Beispiel ist der Lerchenberg. Jubiläumssiedlung zum 2000-jährigen Bestehen von Mainz.
hat Mainz einen Wettbewerb ausgeschrieben und wollte hier eine Stadt für 12.000 Einwohner errichten. Wir sehen hier das Ergebnis des Wettbewerbes, nun in einem baureifen Bebauungsplan zusammengestellt, mit einem Zentrum, einem Einkaufszentrum und drei kleeblattähnlichen Quartieren, wobei hier in Niedrigbauweise nach gartenständischen Prinzipien eine Gartenstadt im Grün erstellt werden sollte, wobei hier auch die ganze Landschaft hier mit einbezieht. Nun war es so, dass Mainz in der Verpflichtung stand, für das ZDF ein Grundstück bereitzustellen. Es stand ja im Staatsvertrag drin. Die Mainzer haben es nicht hingekriegt und das ZDF wollte schon nach Berlin oder nach München, schlimmstens Fall sogar nach Wiesbaden wieder abwandern. Und dann hat dann die Stadt Mainz einfach kurzerhand den einen Flügel abgetrennt und hat es dem ZDF zur Verfügung gestellt. Nun bestand aber die ganze Stadtstruktur schon fest, die Infrastruktur, Schule, Kanalisation, alles Mögliche, und die Stadt Mainz musste nun, um diese 12.000 Einwohner wieder zu erreichen, den anderen Bereich, den Restbereich, nachverdichten. Man hätte auch völlig neu planen können, aber sie haben gesagt, sparen wir uns, wir dichten nach. Das Ergebnis sehen Sie dann hier in einem Stadtmodell, in dem man einfach jetzt das Einkaufszentrum mit diesen Hochhausscheiben und Punkthochhäusern bestückt hat. Das hat dann nicht ganz gereicht. Man hat dann zum Schluss noch stolz mit dem höchsten Hochhaus von Rheinland-Pfalz hier einen Flügel hingesetzt, in dem sage und schreibe 500 Einwohner wohnen. Interessant ist aber, die Entwicklung jetzt von diesem Bereich, von diesem Einquartier mal bis heute zu verfolgen. Wir haben hier fast ausschließlich Einfamilienhäuser als Kettenhäuser, Atriumhäuser, Reihenhäuser, wie da nun diese Dichten entstanden sind. Und durch das Amt für Statistik, das hier hervorragende Zahlen geliefert hat, stellt man fest, dass dieses Quartier im Laufe der Jahre immer mehr abgenommen hat an Einwohnern. Die Leute, das war eine Planung für die deutsche Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder. Die Kinder sind aus dem Haus gezogen, der eine Partner ist gestorben. Also letztendlich haben wir hier ein Quartier, sehr starr, nicht erweiterbar, nicht reduzierbar, aber wir haben heute nur noch 40% der Bevölkerung, wie ursprünglich mal vorgesehen. Und so wollte man, wie Lerchenberg hier, um Mainz noch einen Satellitenring mit weiteren 8 Satellitenstädten setzen und wollte Mainz auf die Einwohnerzahl von 330.000 Einwohnern erhöhen. Man hat das Gott sei Dank eingesehen, dass es nicht die Zukunft ist und hat sich dann wieder mehr in die Innenstadt zurückgezogen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Kupferbergterrasse mit der Bindingen Brauerei, als die dann ausgesiedelt war, ein Gelände von fast 3 Hektar, hat die Stadt Mainz mit einem gefundenen Investor einen städtebaulichen Realisierungs- und Ideenwettbewerb ausgeschrieben und kam dann zu folgendem Ergebnis. Eine Stadtteil für 1000 Einwohner. Wir sehen hier unten die Josef-Emmerich-Straße in der Verlängerung von der Schillerstraße. Man hat nun ganz Mainz-spezifisch versucht, hier diese Stadt nicht zu verleugnen. Und die große Platzfolge, die am Rhein beginnt, über die Domplätze, Schillerplatz, Ludwigstraße, hier oben weiterzuführen mit einem städtischen Platz, mit einem Brunnen, mit einer Halbrundenanlage, die dann nach hinten raus mit intimen Höfen sich erweitert. Und wenn man nun mal diese Zahlen von dieser neuen Siedlung mal betrachtet, laut Baunutzungsverordnung dürfen die Rhein-Wohngebiete eine Geschossflächenzahl von 1,2 haben. Hier hat man dann im Bebauungsplan nach dem Modus des Paragraphen 21 noch, weil man die Parkierung alle unter die Erde gelegt hat, einen Bonus zuschlagen können von 0,4, sodass man dann mit der Geschossflächenzahl hier bei 1,6 lag. Und da aber diese Wege hier innen drin und Straßen alle im privaten Besitz des Investors waren, hat man die auch noch dazu schlagen können. Normalerweise werden ja die Straßen abgezogen und bei jedem Bauantrag wird auch ein bisschen überzogen, sodass letztendlich diese Siedlung eine Geschossflächenzahl von 1,8 hat. Also deutlich mehr als in der Baunutzungsverordnung eigentlich zugelassen. Aber
Es ist ein gutes Beispiel, wenn man eine gute Planung hat, die auch in der Verknüpfung mit der Architektur und dem Städtebau ist, kann man solche Dichten durchaus vertragen. Sie sehen dann hier das Beispiel, wie es gebaut wurde. Das Hotel steht hier allerdings noch nicht. Eine Anlage, die auch in der Umsetzung hochinteressant war, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Es hat dann Jahre später bei einem weltweiten Preisausschreiben den ersten Preis bekommen, weltweit, für die bestgelungenste, dem Preiskrieg nachzufolge, Sanierung eines innerstädtischen Quartiers. Ein anderes Beispiel in der Nachbarschaft, das Ruinen oder das Fabrikgrundstück von der Firma Etex, das letztendlich bei der Wohnbau hängen geblieben ist und die Wohnbau sollte dieses Grundstück dann sanieren, hat auch die Stadt Mainz mit der Wohnbau zusammen einen Wettbewerb, ein Gutachterverfahren gestaltet und hat gesagt, wie kriegen wir möglichst mainz-spezifisch gute Dichten, um hier vernünftigen Städtebau und Wohnungsbau zu betreiben. Und sie haben ganz bewusst Architekten und Stadtplaner europaweit eingeladen, die mit dem dichten Wohnungsbau und Städtebau Erfahrung hatten. Wir sehen unten das Beispiel von Steidle, Professor Steidle aus München. Das ist Morgan Degelow aus Basel. Und hier oben Atelier 5, auch ein Schweizer Büro. Das ist das wunderbare historische Altersheim. Und man hat vorher das Gebiet untersucht und hat festgestellt, da liegt eine Geschossflächenzahl von 2,5 drin. Und man hat nun diesen Planern beauftragt, bitte aus wirtschaftlichen Gründen, ihr müsst auch diese 2,5 erreichen. Und das Berner Büro haben den Zuschlag bekommen und sie haben es gesagt, wir sind selbst an die Grenzen gegangen, mehr wäre nicht mehr gewesen. Sie haben die 2,5 nicht erreicht, sie haben nur 2,2 erreicht, obwohl sie eine hervorragende Architektur gemacht haben. Sie haben ein Mainzer Motiv aufgenommen, den Kreuzgang von St. Stephan haben sie hier in der gleichen Größe in Höfe umgesetzt und mit einer Verdichtung hier hohe Qualität gebracht, aber die kam letztendlich doch nicht so an, weil die Wohnbau letztendlich doch Schwierigkeiten bekommen hat, im Erdgeschoss diese Räume zu vermieten. Wir kommen zum Zollhafen. 2005, vor ja, 8 Jahren, hat sich die Stadt Mainz mit den Stadtwerken an einem europaweiten Wettbewerb beteiligt. Und zwar ging es um, wie kann man am Wasser wohnen. Es haben 120 oder mehr sogar Architekten aus Polen, Russland, also über ganz Europa abgegeben. Ich zeige Ihnen eine prämierte Arbeit von einer jungen Kollegin aus München, die hier ganz bewusst das Thema am Wasser mal gewählt hat in Verbindung mit Arbeiten, Wohnen, Kultur und Freizeit. Also die 4 Attribute, die wir eigentlich für ein innerstädtisches Leben brauchen. Und sie hat das Ganze dann mit einem maritimen Thema besetzt und hat den Hafen unter Segel gesetzt. Wir sehen also hier Wohnhausscheiben, angedockt niedrige Gebäude, in denen dann die Arbeit stattfinden kann, das Büro oder was weiß ich. Hat hier einen Kulturbereich auf die Insel reingesetzt und auch einen Grünbereich, Außenbereich mit hoher Qualität geplant. Also richtig, Wohnen am Wasser, die Chance ausgenutzt. Und das war vor 8 Jahren. Und wie dann aus diesem rassigen Schoner, ich sage es etwas frech, mittlerweile ein Containerschiff geworden ist, das zeigt uns dieses Bild von der jüngsten Entwicklung. Damit bin ich in der Gegenwart angelandet und auch bei dem Ende meines Vortrages. Ich danke Ihnen.